Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Erstmal wünsche ich euch allen noch ein frohes, frohes neues Jahr. Wir hoffen, dass ihr gut reingerutscht seid. Wir starten dieses Jahr durch mit einem Video, das vielleicht ein Ticken zu spät kommt, aber auf das sehr, sehr viele Leute gewartet haben. Unsere Top 10 Tabaksorten 2019. Bleibt dran, seid gespannt, was am Ende kommt und wie immer gibt es am Ende auch noch ein paar Outtakes. Da sind wir wieder und wie jedes Jahr habe ich mir Verstärkung gesucht bei der Top 10, dass ihr nicht nur meinen Eindruck habt, sondern auch noch von jemand anderem auch nochmal eine Top 10 hört. Zur Verstärkung ist da der Mario da, ihr kennt ihn ja bestimmt schon aus dem Stream oder auch aus dem ein oder anderen Video. Wir machen das jetzt so, dass wir nacheinander einfach unsere Top 10 durchgehen und ich würde sagen, der Mario fängt einfach mal an mit seinem Platz 10. Von mir auch nochmal ein frohes neues Jahr. Meine Nummer 10 auf der Rangliste ist Eiskaktus von Holster. Finde ich eine sehr gut getroffene Eiskaktusnote. Erinnert so ein bisschen an die Kindheit von dem Kaktuseis her. Das ein oder andere Mal musste ich auch, also Betonung liegt dabei auf musste, den Tabak in Kombination mit Sabu-Birne rauchen, weil meine Freundin halt total auch auf den Tabak abfährt. Mein Platz Nummer 10, ein relativ neuer Tabak, der noch gar nicht so lange rausgekommen ist, aber er kam gerade noch gegen Ende von 2019 raus, ist der Four Blocks von Almasiva. Ein sehr, sehr krasser Zitronentabak, abgerundet von einer Limette, echt ein richtig guter Virginia-Tabak geworden. Ihr wisst ja, ich rauche nochmal nicht so gerne Rapper-Tabak, aber der Almasiva ist echt brutal, bin ich nicht drum rumgekommen, hab den Four Blocks geraucht und werde bestimmt auch noch die anderen Sorten von den Jungs probieren. Ja, meine Nummer 9 hat erst gegen Ende des Jahres bei mir wirklich Gewichtung bekommen. Liegt vielleicht daran, dass es ein eher cremiger Tabak ist. Durch die Winterzeit habe ich mich dazu hingezogen gefühlt. Ist der Belgian Morning von Darkside. Finde ich eine perfekt getroffene belgische Waffel, wie man sie sich vorstellt. Morgens zum Frühstück. Also kann ich nur sagen, somit ist Belgian Morning für mich einer der besten cremigen Tabaksorten, die aktuell auf dem Markt sind. Platz Nummer 9 ist bei mir ein Ami-Tabak. Ein Tabak, den vielleicht gar nicht alle von euch kennen werden. Es geht um einen Tangiers. Tangiers ist ein relativ starker amerikanischer schwarzer Tabak, der mit sehr, sehr besonderen Aromen punkten kann. Und auf Platz 9 hat es das wegen der Kashmir Cherry bei mir gebracht. Auf Platz 8 hat es bei mir der Pineapple von Aquamenta geschafft. Finde ich eine sehr gute Ananasnote. Richtig fruchtig im Mund, meistens aber auch in Kombination mit anderen Tabaksorten, wie zum Beispiel Birne von Savu oder auch African Queen. Und somit ist mein Platz 8. Mein Platz Nummer 8 ist auch ein Tabak, den es erst seit 2019 in Deutschland gibt. Die Jungs sind mit den ersten Sorten aus Russland nach Deutschland rübergekommen. Jetzt werden viele sagen, Darkside. Aber noch nicht. Es ist ein Must-Have und zwar der Pinkman. Ich weiß gar nicht genau, was alles drin sein soll. Es schmeckt auf jeden Fall extrem süß. Er hat eine leichte Frische von diesen Fruchtsorten mit dabei. Es schmeckt so Richtung Bärenmix. Für mich aber einfach ein unglaublich leckerer Tabak. Ohne dass ich jetzt weiß, was ich rausschmecke, schmeckt er mir dennoch sehr, sehr gut und ist für mich auch meine Lieblingssorte von Must-Have. Da schließe ich mich dem Marvin direkt an. Mein Platz 7 ist tatsächlich auch Pinkman von Must-Have. Ich habe früher gedampft. Mein allererstes Liquid, was ich gedampft habe, war tatsächlich Pinkman, wie so bei den meisten Dampfern wahrscheinlich. Erinnert einfach schwer daran, ist ein Bärenmix, glaube ich, sind verschiedene Bärennoten drin. Platz Nummer 7 ist bei mir der erste und einzige Somo auf meiner Liste. Ein Somo, den es auch noch gar nicht so lange gibt. Der kam in einem der letzten Drops von Somo raus. Es ist der Somo Maracuja und für mich der mit Abstand beste Maracuja-Tabak, den es auf dem Markt gibt und deswegen ein verdienter Platz 7. Mein Platz Nummer 6, Blue Crumb von Starline. Das ist von den Machern von Darkside. Erinnert ein bisschen an Blaubeermuffin, finde ich eine sehr gelungene Note. Eine leicht würzige Note verbirgt sich dahinter. War an für sich gerne geraucht, hat jetzt auch eher in der Weihnachtszeit Gewichtung bekommen. Im Sommer hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, diesen Tabak zu rauchen. Deshalb auch Platz Nummer 6 für mich, Blue Crumb von Starline. Ja, bei dem Platz 6 schließe ich mich auch direkt dem Mario an. Da ist nämlich tatsächlich, ich glaube sogar unsere einzige Überschneidung bei den Top 10 Sorten. Auf meinem Platz Nummer 6 nämlich auch der Blue Crumb von Starline. Und Starline ist übrigens die Virginia-Reihe von Darkside. Ihr wisst ja, Darkside eigentlich ein schwarzer, russischer Tabak, aber der Blue Crumb ist eben aus der Starline, beziehungsweise Starline ist eine eigene Tabakmarke und das ist eben Virginia-Tabak von den Leuten von Darkside. Auf meinem Platz Nummer 5, ein noch eher junger Tabak, ist erst Ende des Jahres auf den Markt gekommen. Das erste Mal geraucht habe ich ihn tatsächlich auf dem Wintersmoke im Soare, ist der Hera von Mystic.
ist ein dunkler Bärenmix, aber vielleicht sagt der Marvin euch später dazu noch mehr. So, ich bleibe noch kurz im Darkside-Universum. Auf meinem Platz Nummer 5 ist nämlich der Darkside Lemon Blast, die wahrscheinlich beste Sorte meiner Meinung nach, wenn es um Darkside geht. Vor allem auch ein Tabak, den ich unglaublich gerne mit anderen Darkside und auch Starline-Sorten mische. Lemon Blast erinnert so ein bisschen an so einen Zitronen-Krümel-Eistee, für mich wirklich eine brutal gute Sorte. Meine absolute Lieblingskombi aus dem Darkside-Universum ist Lemon Blast, Blue Crumb und noch ein Schuss Supernova. Brutale Kombi und deswegen muss der Lemon Blast auch in meiner Top 10 sein. Auch pur rauche ich ihn unglaublich gerne und deswegen verdient er Platz 5. So Leute, zwischendrin aber nochmal ein kurzes Wort an euch. Ich sehe auf YouTube, wie viele Leute von den Zuschauern hier abonniert haben und das sind einfach nur 35%. Das heißt, wenn euch mein Content gefällt und ihr uns ein bisschen unterstützen lasst, wäre es mega korrekt, wenn ihr euch schnell einen Account macht, loggt euch einen neuen Google-Account ein oder falls ihr schon eingeloggt seid, einmal unter dem Video auf den Abo-Button drücken, um keine weiteren Videos zu verpassen und um mir kostenlos ordentlich auszuhelfen. Wäre auf jeden Fall mega korrekt und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Video. Auf meinem Platz Nummer 4. Ein Tabak, den ich wirklich jeder gerne raucht, ist auch eher eine Nummer härter als der, den es ursprünglich gab, also den traditionellen, ist ein Doppelapfeltabak, explizit der Tuana von Sagu. Hättest du mich jetzt zum Video eingeladen für die Top 10 2018, wäre der tatsächlich unter den Top 3 gewesen bei mir. So viel geraucht. Also 2018 habe ich den Tabak schon gut gesuchtet, auch Anfang 2019 noch, allerdings gab es dann da immer so ein paar Komplikationen mit der Freundin, weißt ja, Frauen rauchen ja eh nicht so gerne Doppelapfel und deshalb muss ich immer öfters drauf verzichten, ja. Das gerne, also Doppelapfel nicht approved, ja? Nein. Überhaupt nicht. Also da gab es öfters dann mal Ärger zu Hause, wenn ich, also auch nur nebendran liegen ging schon gar nicht, ja, und nebendran sitzen beim Rauchen. Deshalb der Tuana von Sawu. Ich musste ihn unbedingt mit unter die Top 5 reinnehmen bei mir. Ist auf Platz 4 geschafft. Auch von mir auf jeden Fall noch, wenn es um Doppelapfel geht, mein absoluter Lieblingsdoppelapfel. Ich muss aber sagen, mit dem Fortschritt von 2019 habe ich irgendwie immer weniger Doppelapfel geraucht und deswegen hat es der Tuana nicht in meine Top 10 geschafft. Wenn da ein Doppelapfel drin gewesen wäre, wäre es aber auch der Tuana gewesen. Mein Platz 4 ist ein Hukain-Tabak. Die Leute, die mich kennen, wissen schon, welchen Hukain ich am liebsten rauche. Es ist der Green Lean. Auch eine absolut brutale Kombination, wenn es um einen Limette-Zitronen Zitronentabak geht. Ich hatte ja schon den Four Blocks, also es ist der Four Blocks eher Zitrone und der Green Lean ist eher Limette und ich finde den einfach zu krass. Diese saure Note von der Limette kommt unglaublich geil rüber, hat aber noch so eine leichte süße Note, also es ist jetzt nicht nur sauer und bitter, sondern hat noch so eine leichte süße Note von so einer Zitrone, die ja vielleicht mitkommt, erinnert so ein bisschen an so eine sehr, sehr saure Limetten-Süßigkeit. Also er hat noch was Süßes, aber einfach brutal, für mich einer der besten Limetten-Tabaksorten, die es letztes Jahr so gab. Deswegen ein verdienter Platz 4. Und da kann ich mich dir auch nur anschließen. Hat es bei mir auf den Platz 3 geschafft. Green Lean, die erste Dose hat, glaube ich, gehalten eine Woche, wenn es hochkommt. Die habe ich mir direkt noch vor dem Sommerurlaub gekauft, habe sie mit dem Sommerurlaub genommen. Also den Tabak, den habe ich inhaliert. Einfach ein Brett, finde ich, was Limette und Zitrone angeht. So Zitronik, finde ich, ist immer schwer zu treffen. Aber wenn es ein Tabakhersteller schafft, das zu treffen, dann ist der Tabak einfach perfekt. Ja. Das hat einfach der Green Lean voll und ganz geschafft. Mein Platz Nummer 3 war Marios Platz Nummer 5. Es ist der Mystic Hera. Ein Wermut-Maulbeere, schwarzer Johannisbeere, schwarze Traube-Tabak mit einem Hauch Anis, den man aber höchstens ganz, ganz leicht im Abgang schmeckt. Ich finde, der gibt einfach eher so was Würziges. Maulbeere und Wermut, weiß ich jetzt nicht genau, wie das schmecken soll. Also ich würde jetzt nicht an dem Tabak ziehen und sagen, das ist eine Maulbeere. Das ist eine Maulbeere. Das ist Wermut. Das ist Wermut. Aber es ist einfach ein krass besonderer Bärenmix. Ich würde auch jetzt nicht direkt schwarze Johannisbeere oder schwarze Traube rausriechen. Ich könnte euch gar nicht sagen, was ich genau rausschmecke. Aber er ist einfach im Gesamtpaket unglaublich lecker. Und für mich eine der krassesten Überraschungen gewesen 2019. Weil Mystic macht guten Tabak. Aber dass die so ein krankes Brett als vierte Sorte direkt raushauen, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, da braucht eine Tabakmarke viel, viel länger, bis sie sich an so Sachen rantrauen können und das auch noch gut umsetzen. Und deswegen sowas von absolut verdient in meiner Top 3. Mein wohlverdienter Platz Nummer 2 ist der Red Turtle von Nameless. Das Hashtag Nummer 5. Das erste Mal, als ich den Tabak geraucht habe, hatte ich direkt so dieses Gefühl, jugendlich, Big Red Kaugummis sind gerade auf den Markt gekommen. Das erste Mal, als ich diesen Tabak geraucht habe, hatte ich einfach so das Gefühl, ein Big Red Kaugummi im Mund zu haben. Da kam direkt die Kindheitserinnerung hoch auf dem Schulhof, als der Kaugummi rauskam, der Big Red von Wrigley's war der, gell? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das Wrigley's doch. Ich glaube, das Wrigley's kam so ein bisschen über den großen Teich geschwappt. Das waren nämlich noch die Zeiten, als man die Eastpak Umhängetaschen noch um den Bauch getragen hat und nicht so cool wie heute hier so schräg rüber. Und da war eigentlich bei mir, ja, Bones sei Dank, da war bei mir eigentlich immer eine Packung Big Red Kaugummis drin. Von daher,
Red Turtle von Nameless auf dem wohlverdienten Platz 2 mit Kindheitserinnerungen. Und damit kommen wir schon zu meinem vorletzten Platz. Und die Leute, die mich auf Instagram und Co. verfolgt haben, wissen, ich habe unglaublich viel Traubenminze geraucht. Der Mario raucht ja auch gerade meine Traubenminze-Pfeife, ihr wisst das. Die weiße Amazon ist meine Black Nana-Pfeife. Ich habe mittlerweile aber noch eine Traube-Pfeife, weil in der Amazon darf nur Black Nana laufen. Das ist meine allgemeine Traubenminze. Und der Traubenminze, der da am meisten drinne lief, war der Holster Grape Mint. Auch noch gar nicht so lange auf dem Markt, also auch gegen Ende von 2019. Ich glaube, der kam auch im Dezember raus. Brutal. Also wirklich heftige Traube Minze ist für mich der beste Allround-Traube Minze. Ja? Also für eine Shisha-Bar und Co., wenn da jemand fragt, wenn du wirklich einen Traube Minze haben willst, würde ich immer den Holster empfehlen. Er hat eine ordentliche Minze am Start, das muss einem bewusst sein. Manche Leute feiern es nicht. Wenn ich eine Traube Minze bestelle, dann will ich auch einen Traube mit Minze. Und das ist er. Es ist eine sehr schöne Kombi aus einer weißen Traube und einer schwarzen Traube. Er ist nicht ganz so vollmundig wie der Black Nana, aber dafür deutlich angenehmer zum Rauchen, was, glaube ich, vielen Leuten gut gefallen wird im Vergleich zum Black Nana. Und deswegen sofort auf meine Top 2 gestiegen, nach nur so kurzer Zeit auf dem Markt. Ja, und da kommen wir auch schon zu meiner Top 1. Traube Minze ist da das Stichwort. Und explizit ist es tatsächlich, wie auch wahrscheinlich schon erwartet, der Black Nana von Nameless. Die Nummer 40 hat es mir einfach total angetan. Ich habe auch sehr, sehr, sehr viele Diskussionen mit der Freundin, deshalb... Weil Max, sagst du ja kein Black Nana? Nicht, sie mag... Was heißt, sie mag ihn nicht? Sie raucht ihn nicht sie so gerne. Sie raucht ihn nicht gerne, also genau. Sie raucht ihn nicht so gerne wie ich. Ich glaube, langsam glauben mir die Leute das gar nicht mehr, dass ich das nicht beeinflusse, was die anderen Leute sagen. Weil ich glaube, seit es diese Top 5 oder Top 10 Reihe gibt, hat jeder, der dabei war, Black Nana auf die 1 gesetzt. Ist halt auch einfach ein Brett. Ich meine, auf der Messe, du hast es gesehen, was auf der Messe abgeht. Ja. Der komplette Nameless-Stand war einfach in Hashtag 40 geflutet. Ja. Merch in Hashtag 40, ja, ich auf den Shirt, dick, fett, Hashtag 40, ja, alles. T-Shirt, alles. Der Tabak hat einfach 2019 in der Shisha-Szene geprägt. Eine Kappe. Eine Kappe, ja. Eine Kappe sogar. Ja. Und damit kommen wir zu meinem Platz Nummer 1. Vielleicht für viele eine Riesenüberraschung, für andere vielleicht auch nicht. Der Tabak, den ich immer nehme, wenn ich mehr als 3 Sekunden vor meinem Tabakregal stehe und nicht weiß, was ich rauchen soll. Der Tabak, den ich Tag für Tag rauchen kann, seit mittlerweile über 1,5 Jahren. Und er wird mir einfach nicht langweilig und ich warte schon fast drauf, dass irgendwann mal was so Gutes auf den Markt kommt, dass er abgelöst wird. Aber Leute, es ist und bleibt immer noch der Black Nana. Ja Leute, das waren unsere Top 10 Tabaksorten 2019. Es sind bestimmt einige dabei, die ihr auch gefeiert habt, aber wie immer interessiert es uns auch, was war eure Top 10 2019? Schreibt uns jetzt eure Liste unten in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Ansonsten lasst gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Schaut bei Mario noch auf Insta vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha WG. Das waren nämlich noch die Zeiten. Go! Und so, gerne habe ich den im Sommer geraucht, also. Hast du auch so ein rauchiges Gefühl, wenn du den rauchst? Also so dieses Rauchige, finde ich, der Tabak schmeckt nicht wie normaler Tabak. So. Das ist Standard-Tabak, gell? Ja. Ich finde, der schmeckt einfach so ein bisschen. Würzig. Würzig? Ja. Ja? Ja.